Hallöchen, liebe Bücherfreunde, herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Heute schauen wir uns gemeinsam die Neuzugänge aus dem März an, die doch recht reichlich waren. Das muss ich ganz klar so sagen, war aber ja schon in Verdächtigung, da es ja wirklich auch sehr, sehr viele Neuerscheinungen gab, die ich spannend fand. Und da ist doch einiges auch bei mir eingezogen. Das Neueste im März ist allerdings ein Gips. Ja, an der linken Hand, ich habe mir die Kapsel im Mittelfinger gebrochen. Fragt mich, ein Kuddelmuddel mit Leine und Hund und irgendwie hat es dann geknickt und geknackt und der Finger war dreimal so dick. Ich möchte hier aber gar nicht auf die Details eingehen. Aber jetzt nach gut einer Woche geht es mir auf jeden Fall schon wieder besser. Die Schmerzen sind auch gut zurückgegangen, beziehungsweise auch die Schmerzmittel wirken tatsächlich ganz gut. Die ersten 3-4 Tage war es wirklich sehr unangenehm, letzte Woche. Und ja, aber wir bekommen das hin. Ich kann die Bücher mit rechts zeigen. Ich habe mich im Schnittprogramm so ein bisschen rumgefunden, damit ich nicht alles mit Shortcuts mit der linken Hand machen muss, sondern dass auch alles mit der Maus irgendwie funktioniert. Und ich denke, dann kriege ich dieses Video auch ganz gut online. Wenn ihr es seht, habt ihr ja gemerkt, dass ich es irgendwie hingekriegt habe. Ja, nicht ganz so einfach mit nur einer Hand, eher alles ein bisschen schwieriger, aber ja, ich bin auf der einen Seite tatsächlich dankbar, dass es nicht die rechte Hand ist, also ich bin Rechtshänderin, das wäre eher noch schwieriger und ich bin auch froh, dass die Füße sozusagen heile sind, weil ich glaube, wenn man nicht mehr laufen kann, sich nicht mehr irgendwie frei in der Wohnung bewegen könnte, wäre das wirklich schlimm. Also so kann ich ja doch mal auf eine kleine Hunderunde mitgehen, wenn halt jemand natürlich den Hund einfach sicher an der Leine hält. Aber es ist schon, alleine Kontaktlinsen, sage ich nur, die trage ich nämlich, ist wirklich schwierig, Schmuck gefühlt, kriege ich mit einer Hand gar nicht ran. Ja, Haare stylen und kämmen ist ja auch eher schwierig. Also nehmt mich heute einfach mal so, wie ich bin, so à la Kurt Cobain, come as you are. Und ja, fühlt euch auch einfach, wenn ihr heute im Schlabberlook seid, auch einfach wohl und gemütlich. Und ja, so starten wir jetzt ins Wochenende. Jetzt aber zu den Büchern aus dem März. Also es sind 16 Bücher bei mir eingezogen plus 2 Bücher, die nicht auf dem Sub landen, gelandet sind, sagen wir mal so, die ich bei der Leipziger Buchmesse geschenkt bekommen habe. Vielleicht habt ihr ja auch Vlog und den Haul schon gesehen. Wenn nicht, verlinke ich auf jeden Fall beides auch mal unten in der Infobox, wie auch alle Bücher unten verlinkt sind. Da kommt ihr dann auf die jeweilige Thalia-Seite. Könnt ihr euch nochmal den Klappentext oder ähnliches anschauen. Also schaut da super gerne mal vorbei. Es sind 6 haptische Bücher, 5 E-Books und 5 Hörbücher. Und ich glaube, es ist tatsächlich so ziemlich einer der ersten oder wenigen Monate, wo wirklich weniger Haptisches eingezogen ist als digital. Also ja, finde ich tatsächlich toll, also dass wirklich 10 digitale Bücher eingezogen sind und nur 6 haptische Bücher. Ja, die haptischen Bücher liegen ja aber neben mir, habt ihr auch im Thumbnail schon gesehen. Und ich kann schon so viel sagen, also ich nehme den Büchermonat ein wenig vorweg. Ich habe definitiv weniger gelesen, alleine durch die 3-4 Tage Buchmesse. Und dann auch wirklich so 1-2 Tage, wo mit dem Gips nicht so viel ging zum Thema Lesen. Da habe ich eher Hörbuch gehört oder dann Serie geschaut. Aber dazu dann vielleicht einfach mehr im Büchermonat. Aber ja, ich habe definitiv weniger gelesen. Von daher ist zwar hier die Challenge erreicht mit haptisch versus digital. Aber dafür, ja, ist das jetzt der erste Monat in diesem Jahr, wo ich definitiv mehr Neuzugänge als gelesene Bücher habe. Was aber ja per se auch gar nicht so schlimm ist. Wir starten, denke ich jetzt einfach mit einem Buch, und zwar Dune, der Wüstenplanet von Frank Herbert. Ich habe Ende Februar in der Vorpremiere Dune 2 angeschaut und davor auch nochmal den ersten Teil auf Blu-ray und ich bin einfach fasziniert von dieser Welt, von dieser Geschichte und ich hatte es hier, bevor der erste Teil im Kino lief, schon mal mit der alten Übersetzung probiert und ich fand sie nicht gut. Ich fand sie sehr holprig, sehr sperrig und ich habe es jetzt hier mit der Neuübersetzung jetzt einfach mal probiert. Ich habe mir das noch von einem Geburtstagsgutschein geholt und ich glaube genau 15 Euro. Ich glaube es hat 16 gekostet. Also irgendwie hat der Preis hier hinten dann nicht mit dem an der Kasse gestimmt, was aber nicht schlimm ist. Und ich möchte Der Wüstenplanet unbedingt lesen. Ist ja eine etwas ältere Geschichte. Ich glaube, ja, da geht schon los mit Halten und Blättern. Eine ältere Geschichte, ich glaube aus den 60ern, richtig. Und ja, viele Science-Fiction-Geschichten berufen sich so ein bisschen darauf. Also egal ob Star Wars, selbst George R. R. Martin hat Der Wüstenplanet so ein bisschen, was die Intrigen angeht, für Game of Thrones so auch ein bisschen als
Quelle, Idee, Inspiration benannt. Und ja, ich fand die Filme einfach großartig und dachte, ich möchte da eintauchen, ich möchte diese Welt entdecken, ich möchte noch tiefer in die Motivation, Gedanken reingehen und auch alles so hintenrum so ein bisschen mehr erfahren. Und ich bin hier einfach mega gespannt. Also ja, ich bin, ja, hier heißt es auch, der erfolgreichste Science-Fiction-Roman aller Zeiten, ein Meilenstein der Literaturgeschichte und einzigartig in der Charakterisierung und dem ungewöhnlichen Detailreichtum. Und Frank Herbert soll ja das für die Science Fiction sein, was J.R.R. Tolkien für die Fantasy war. Und ich fühle mich da einfach berufen, das jetzt auch mal demnächst anzugehen und zu lesen. So ist es. Ja, dann ist das erste Hörbuch eingezogen. Das war eine Empfehlung von der lieben Anka. Und zwar Die Burg von Ursula Ponsnanski. Wurde auch von mir schon gehört in diesem Monat. Dementsprechend werde ich da gar nicht so viel dazu sagen. Da müsst ihr euch einfach auf die beiden Büchermonate dann ein bisschen gedulden. Und dann werde ich da auf jeden Fall darüber berichten. Für Anka war es ein Highlight. Und auch ich fand es richtig spannend, diese Idee mit ja, so einem Escape Room in der Burg und dann auch KI, also künstliche Intelligenz gesteuert und das alles so ein bisschen in einem Jugendspannungsroman. Thriller ist für mich so, ist ein bisschen was anderes, aber für einen Spannungsroman war das hier definitiv sehr, sehr gelungen, habe ich auch über BookBeat gehört und da ist es auch ungekürzt erhältlich und dementsprechend, ja, habe ich es da gehört und erfahrt ihr im Büchermonat mehr. Dann ist bereits im März das neue Buch von T.J. Klune erschienen, ich glaube in haptischer Form jetzt erst im April. Und zwar The Extraordinaries ist der Auftakt einer Trilogie. Teil 2 ist für Juni und Teil 3 auch schon für September angekündigt. Und ich habe mir das E-Book Anfang März geholt für 4,99 €. Also wirklich ein Schnäppchen. Ich glaube auch das nächste, genau, auch das nächste E-Book war so ein Schnäppchen, was ich mir da auch geholt hatte. Ja, ich fand ja von T.J. Klune das magische Heim, nein, das Heim für magisch Begabte, irgendwas. Und auch das unheimliche Leben des, ich guck mal, ob ich sehe, Wallace Price, ich glaube, so hieß er. Die beiden Bücher fand ich ja grandios, waren für mich wirklich Lebenshighlights, während dann die anderen beiden eher so, waren, muss man ehrlich gestehen. Und es ist jetzt, glaube ich, auch für Herbst ein nächstes T.J. Klune Buch angekündigt, außerhalb dieser Reihe. Und man muss auch dazu sagen, dass das hier eine ältere Reihe ist, die es schon länger im Original gibt. Aber ich glaube, jetzt hat man einfach gesagt, der T.J. Klune-Hype ist im deutschsprachigen Raum angekommen. Und ich hoffe sehr, dass uns diese Geschichte gefällt. Ja, wir treffen auf Nick Bell, der ein ganz gewöhnlicher Teenager ist und er aber in der Stadt voller Superhelden wohnt und das dann tatsächlich eher ungewöhnlich ist. Und er ist aber scheinbar der beste Autor von Superhelden-Fanfictions, was ja vielleicht auch schon eine Superkraft sein könnte. Und eines Tages trifft Nick Shadowstar, den berühmtesten Helden der Stadt. Und ja, er ist auch so ein bisschen sein heimlicher Schwarm und er beschließt jetzt eben dann auch selbst ein Held zu werden, um eben Shadowstar zu beeindrucken und widerwillige Hilfe kommt dann auch von seinem besten Freund Seth. Und ja, Nick möchte jetzt eben Shadows Herz erobern und erkennt aber dann vielleicht doch, die seine wahre große Liebe ist und dass die eigentlich schon an seiner Seite ist. Und es klingt nach einer wunderbaren Geschichte, nach ein bisschen Coming of Age und ja, so dieses in sich selbst vielleicht diese Kraft auch finden. Und ich freue mich da definitiv sehr, ja, diese Geschichte dann zu entdecken. Das nächste E-Book ist, glaube ich, auch Anfang März erschienen, obwohl das haptische Buch erst im April kommt. Und zwar ist das Miss Moons höchst geheimer Club der Hexen oder irgendwie so von Sango Mandana. Auch das E-Book gab es für 4,99 € und habe ich ebenfalls schon im Ende März dann gelesen. Also erfahrt ihr dann auch was im Büchermonat dazu. Und hier haben wir so ein bisschen cozy Fantasy mit einer wirklich sehr schönen Hexengeschichte und eben alles so rum um Mika Moon und ja, hat mir schon sehr, sehr gut gefallen und da werde ich jetzt auch gar nicht dazu mehr verraten. Ich fand hier tatsächlich das Cover und den Titel und den Klappentext mega ansprechend und ich fand auch Mika Moon als Charakter mit Anfang 30 und Single und Hexe irgendwie richtig, richtig cool gemacht und dementsprechend, ja, dürft ihr euch da dann auf die Rezension im Büchermonat freuen.
Als Rezensionsexemplar ist dann eingezogen Liebeschaos im Leuchtturm. Das ist der zweite Teil der Liebe, Leuchtturm und Vier-Pfoten-Reihe von Karin Königke. Da fand ich den ja, Anti-Weihnachtsroman tatsächlich ja ganz schön. Ich glaube, ich Ende Dezember oder Anfang Januar gelesen. Und hier treffen wir jetzt auf Jessica, die zum x-ten Mal auf einen Kerl reingefallen ist, der sich nur mit ihrem Aussehen schmücken wollte. Und ja, vor lauter Wut greift sie irgendwann zur Schere und schneidet sich die blonde Mähne ab. Und eine Freundin von ihr schickt sie dann ja, in eine abgeschiedene Leuchtturmwohnung, die wir eben auch schon aus dem ersten Teil kennen. Und ja, Jessica ist jetzt dick eingemummelt, geht am Strand spazieren. Dort begegnet sie Arne, der seine Katze Tiki sucht. Und beide wollen telefonisch in Kontakt bleiben, sollte eben Jessica die Katze finden. Sie fühlt sich doch sehr zu Arne hingezogen und ja, er verrät ihr dann beim zweiten Date oder vor ihrem zweiten Date, dass er ja diese ganzen aufgetackelten Frauen eigentlich gar nicht so mag. Da gerät sie ein wenig in Panik, weil sie sich doch da ein bisschen da runterzählt. Und sie fragt sich halt jetzt, wie soll denn ein Date ohne Minikleid und Lockenpracht funktionieren und was sie eigentlich mit dem spannenden Arne zu besprechen hatte. Und ja, Katze Tiki hat aber derweil eigene Pläne und ja, ich denke, dass das ganz schön sein kann. Ich hoffe, dass mit diesen ganzen Klischees so ein bisschen aufgeräumt wird, dass die eher so widerlegt wird, dass man eher nicht so aufs Äußere geht, sondern schon wirklich sagt, um was es im Inneren geht. Das ist so ein bisschen meine Angst, die ich habe, aber ich freue mich dennoch aufs Hören und hoffe, dass mich der zweite Band auch so gut unterhalten kann wie der erste. Dann, ja, eine Freundin hat ein Buch gelesen. Das kommt bei der Freundin tatsächlich sehr selten vor. Und sie war so angetan, dass sie mir dieses Buch dann auch direkt ja, zugeschickt hat. Und zwar Achtsam Morden von Carsten Dusse ist der Auftakt. Ich glaube, mittlerweile eine 5- oder 6-teiligen Reihe. Und ich bin um dieses Buch immer mal so ein bisschen rumgelaufen, rumschlawenzelt. Und sie hat es jetzt, glaube ich, aber ja, relativ schnell auch gelesen. Also man sieht auch, dass es gelesen ist, was ich jetzt persönlich in einem Taschenbuch gar nicht schlimm finde. Es heißt so schön, auf jeder Seite Spannung, ungebetene Ratschläge und Galgenhumor. Das kriegt halt nur ein Anwalt hin und keiner so gut wie Carsten Dusse. Und Dora Held sagt zum Beispiel, ein Mordsvergnügen, danke Carsten Dusse. Und wir treffen hier auf Björn Diemel, der von seiner Frau gezwungen wird, ein Achtsamkeitsseminar zu besuchen, um seine Work-Life-Balance wiederherzustellen. Er ist erfolgreicher Anwalt und hat dementsprechend sehr wenige Zeit für sich und seine Familie. Und der Kurs trägt tatsächlich dann Früchte und Björn kann das Gelernte in seinen Job integrieren, allerdings nicht ganz auf die erwartete Weise, denn als sein Mandant, ein brutaler Großkrimineller, ihm ernstliche Probleme bereitet, bringt er ihn einfach um, nach allen Regeln der Achtsamkeit. Und es klingt tatsächlich humorvoll und ich glaube, dass diese Reihe ja so ein bisschen damit spielt, mit diesen spirituellen Themen unserer Zeit, daher auch das Achtsam Morden. Ich bin hier sehr, sehr gespannt, so ein bisschen in den Kopf, ja im Grunde ja des Mörders eigentlich zu gehen, der gleichzeitig Anwalt ist. Und so wie meine Freundin geschwärmt hat, hoffe ich auch, dass ich danach schwärmen kann und freue mich da definitiv auch aufs Lesen. Dann gab es das, ja, in der 7. Runde das Needful Things Paket, was bei mir Halt gemacht hat. Das Unpacking packe ich euch auch gerne mal unten in die Infobox, wenn ihr es noch nicht gesehen habt. Und da ist bei mir eingezogen Bissle Spätzle Habibi von Abla Aloui. Ich glaube, eine marokkanische, es geht immer mit einer Hand nicht, genau, ist Hamburgerin mit marokkanischen Wurzeln, richtig. Und von dem Buch, ja, habe ich schon auf YouTube was ein bisschen gesehen und weiß dann auch, wer es mir ins Paket gelegt hatte. Und zwar Himbeere liest, heißt, glaube ich, ihr Lesekanal. Ich glaube, Himbeere süß, sauer. Ist, glaube ich, der, ja, ich glaube, der, ich sag jetzt mal, der, ja, normale Alltagskanal, ohne es abwerten zu wollen. Aber ja, ich glaube, Himbeere liest, ja, hat das Büchlein gelesen, war für sie auch ein kleines Highlight. Und es klingt auch richtig schön und wird, glaube ich, auch ein bisschen mit diesen, ja, ganzen Klischees so ein bisschen aufräumen. Ja, Amaya ist 30 und Single, eine Konstellation, die in der marokkanischen Familie ja nicht gerade zur Freude setzt. Um allen einen Gefallen zu tun, geht Amaya auf ein Date mit Ismail. Doch es ist dann eigentlich sein bester Freund Daniel, der ihr Herz höher schlagen lässt. Allerdings ist ja, Daniel Atheist, was bei ihren Eltern schon für Sodbrennen sorgen würde. Und zudem ist er auch noch Schwabe. Also wir haben hier komplett kulturelles Neuland für Amaya. Als sie ihren Eltern dann aus der Not heraus schließlich Ismail als potenziellen Schwiegersohn vorstellt, während Daniel staunend daneben sitzt, ist das Chaos perfekt.
Und ich bin sehr gespannt, so ein bisschen in diese arabische Welt, gleichzeitig mit dem Schwäbischen so ein bisschen einzutauchen. Und ich hoffe auch, dass mich das hier so ein bisschen zum Lachen bringen kann. Und ja, ich würde sagen, zum Schmunzeln wäre schon ausreichend, aber dass mich das auf jeden Fall dann auch gut unterhält. Dann ein Hörbuch, was ich ebenfalls schon gehört habe, und zwar Reiseziel Weltraum von Ulrich Walter. Hier bin ich über den Weltwach-Podcast aufmerksam geworden, als Erik Lorenz ihn interviewt hat, denn er war als wissenschaftlicher Astronaut, so rum, wird ein Schuh draus, unterwegs. Oh, Hund, warte, Moment, so, hier mit den Büchern, das geht sich aus, ja, entschuldigt. Und ich fand das super spannend, was er so zum Weltraum, zum Reisen dahin auch erzählt hat, so rund um die Wissenschaft. Und dann habe ich mir auch das Hörbuch angehört. Ich glaube, auch über BookBeat war das verfügbar. Und es war wirklich ein kurzer Hörgenuss sozusagen. Und hat mich so ein bisschen meiner Idee des irgendwann auf dem Mond sitzens und den Kaffee trinken mit Blick auf die Erde, hat mich diesem Traum so ein bisschen näher gebracht. Und auch das Buch werde ich dann im Büchermonat besprechen. Als Rezensionsexemplar ist dann von Claudia Duwe dieses Büchlein bei mir eingezogen, die Haushaltsglückmethode Make a Wish, putzenfähigen Kaffee kochen, wie wir uns mit kleinen Handgriffen auf Erfolgskurs bringen. Ich habe von Claudia Duwe, ich glaube, schon die anderen drei Bücher gelesen. Ich bin jetzt gerade am Überlegen, ob es drei Bücher waren oder zwei. Und sie hatte mich ganz lieb auf Instagram gefragt, ob ich auch ihr neues Buch lesen wollen würde. Und da habe ich natürlich auch ja gesagt. Auf jeden Fall war es Der kleine Alltagsmagier und Der Zukunft wie der Traum. Also es waren zwei Bücher, dann ist das hier das dritte Buch. Und ich habe dann so ein bisschen auf ihrer Seite rumgeguckt und fand es super spannend, wie wir hier mit dem Wischmopp in glänzende Zeiten kommen. Und wenn der Hund nach dem Waldspaziergang direkt aufs weiße Sofa springt und der Kalk schon im Tee schwimmt, wagt man von einem Badezimmer ohne Wäscheberge nicht mal zu träumen. Die Haushaltsglückmethode nimmt auf humorvolle Weise die täglichen Pflichten aufs Korn und entfacht ein kleines Feuerwerk an Motivationstricks für den Alltag. Sie zeigt uns, Putzen kann tatsächlich Spaß machen. Die liebe Hausarbeit hat aber noch einen genialen Nebeneffekt. Sie entpuppt sich als Schlüssel zu Wunscherfüllung und Erfolg. Sie versetzt uns in ein regelrechtes Erfolgsmindset, das uns zum Magneten für gute Dinge macht. Ein lebendiges Mitmachbuch, um nicht nur unser Zuhause, sondern unser gesamtes Leben abzustauben und wieder zum Strahlen zu bringen. Und ich glaube, ich habe da drin genau auch so ein paar, hinten sind so ein paar Notizblätter. Ich kann es euch jetzt nur so bedingt mit einer Hand zeigen. Also da ist auf jeden Fall ein bisschen was drin. Und ich mochte die anderen beiden Bücher der Autorin super gern. Ich wollte es eigentlich auch schon im März gelesen haben, aber ja, gerade dann eigentlich meiner Urlaubwoche, die dann ja eine Woche krank wurde, fand ich das tatsächlich ganz spannend und freue mich dann definitiv darauf, es zu entdecken. Und mein Haushaltsleben, wenn ich dann wieder fit bin mit zwei Händen, gibt es wahrscheinlich einiges hier, was noch ein bisschen mehr Ordnung bedarf. Und dann bringe ich meinen Haushalt wieder mit diesem Büchlein auf Schwung. Ein Buch, das ich ebenfalls schon gelesen habe und wo ich auch sagen kann, dass es ein Highlight war, ist das neue Jugendbuch von Adriana Popescu. Der Sommer, als wir träumen, lernt mit diesem wunderschönen Cover. Die Geschichte entführt uns ja nach Schweden. Wir begleiten vier Jugendliche in so ein bisschen ein Camp für schwierige Kinder, Jugendliche, wo es eben kein Internet gibt, kein Handy, keine Zigaretten, kein Alkohol. Und alle vier haben so ein bisschen ihr Päckchen zu tragen. Und wir haben auch so eine Coming-of-Age-Geschichte. Und Adriana hat auf der Buchmesse ja auch daraus gelesen. Und ich habe das Buch, also es kam an. Und ich glaube, am nächsten Tag habe ich damit begonnen. Und es ging durch die kurzen Kapitel, durch die wirklich schnellen Perspektivwechsel, wirklich wahnsinnig schnell zum Lesen. Und war richtig, richtig schön. Also wirklich ein Highlight. Dazu dann auch mehr im Büchermonat. Dann gelesen habe ich, Mehr bin ich zu Hause von Nathalie Pohl, wurde mir auch als Rezensionsexemplar zur Verfügung gestellt. Über dieses Buch bin ich einfach über Cover und Titel gestolpert, muss man so sagen. Ich selbst bin ja auch ein totales Wasser- und Meerkind und vielleicht eher die Taucherin und Schnorchlerin als die Schwimmerin. Aber wir treffen hier eben auf Nathalie Pohl, die Oceans 7 bezwungen hat. Und sie hat uns eben auf diesen Weg mitgenommen. Und die Oceans 7 sind also die gefährlichsten Meerengen. Und die durchschwimmt man dann eben. Ich frage mich gerade, wie es hieß. Ich habe es mir, glaube ich, gar nicht hier so weiter aufgeschrieben. Also man ist hier so Freischwimmerin.
dass man diese Marathonstrecken eben im Meer ganz ohne Begleitung macht. Also man hat, glaube ich, schon ein Boot, was eben nebenher fährt. Ach, das waren ganz Freischwimmer. Frei Open Water, irgendwie sowas. Und ja, es hat mich auf jeden Fall sehr, sehr gut unterhalten. War wirklich ein kleines Highlight. Und da könnt ihr euch dann im Büchermonat definitiv auch über meine Gedanken freuen. Und ja, meine Notizen zu dem Buch liegen jetzt leider nicht hier, weil ich ja die Neuzugänge mache, nicht den Büchermonat. Ja, Steffi ist total organisiert, was einfach an diesem geradigen Zustand sozusagen liegt. Aber ein Buch, was mich wirklich gut unterhalten hat und was ja, mir einfach diese Wasserwelt und das Schwimmen wirklich wieder so ein bisschen näher gebracht hat. Und es gibt ja auch die Bergkonstellation, dass man auf jedem Kontinent sozusagen den höchsten Berg besteigt. Und das gibt es dann eben auch für das Meer, für das Wasser. Und das fand ich super spannend. Also was einen da motiviert, was einem da Mut gibt und inspiriert. Richtig, richtig toll, wie sie das erzählt. Und dann ist auch als günstiges E-Book bei mir eingezogen Night Owls, Boten der Dämmerung von Katrin Thordarsi. Ebenfalls als E-Book für 4,99 Euro. Da sieht man, ich habe ein paar Payback-Punkte und noch ein paar Gutscheine aufgebraucht. Ja, das klappt bei 4,99 tatsächlich immer relativ gut. Ja, wir haben hier magische Urban Fantasy, die in London spielt und über den Kampf gegen das Chaos und die Suche nach dem eigenen Selbst spielt. Unter dem Deckmantel der Nacht bricht eine schleichende Welle der Zerstörung über London herein. Vögel fallen vom Himmel, Straßen zerbröckeln in bodenlosen Abgründen und Menschen lösen sich in Sternenstaub auf. Und wir treffen auf Nyx und James. Sie sind Nachtboten, die nicht nur die Anzeichen der drohenden Apokalypse zuerst erkennen, sondern auch entschlossen sind, sie aufzuhalten. Und so suchen sie im Labyrinth der Stadt nach einem Menschen, der die Saat des Chaos streut. Doch sie sind dabei nicht die Einzigen. Es gibt Konkurrenz, die ihnen die Agenten des Ordens des ersten Tages, die ganz eigene Pläne verfolgen, im Grunde hinterherjagen und von allen Seiten bedrängt, beginnen Nyx und James zu ahnen, dass die größte Gefahr von ihnen selbst ausgeht. Und das hat mich mega angesprochen. Also Cover, Titel, Klappentext und dann hieß es noch, für LeserInnen von Leigh Bardugo, V.E. Schwab oder Lisa Grimm. Und bei Leigh Bardugo und V.E. Schwab hatte man mich. Von Lisa Grimm habe ich tatsächlich noch nichts gelesen. Aber das fand ich super, super spannend. Und dementsprechend, ja, habe ich dazu gegriffen und dachte, für 4,99 kann man nicht so viel falsch machen. Dann ist ein Buch bei mir auf Englisch eingezogen, was eigentlich auch im Deutschen erschienen ist. Allerdings bei einem Verlag, den ich gerade nicht so unterstützen möchte. Und dann habe ich dieses Buch bei Tauschticket entdeckt. Der erste Teil der Godkiller-Reihe von Hannah Kahner. You are not welcome here, Godkiller. Ein wunderschönes Cover, das hat man auch im Deutschen übernommen. Und ich fand es einen total, ja, lustigen Zufall eigentlich, dass ich dieses Buch dann auch bei Tauschticket entdeckt habe und es dann bei mir angekommen ist. Man sieht, ich würde sagen, es ist wahrscheinlich nicht einmal gelesen, also es macht wirklich einen wahnsinnig guten Eindruck und das freut mich bei Tauschticket immer, wenn man wirklich sehr gut gebrauchte Bücher erhält. Ja, es ist jetzt auf Englisch. Bin sehr gespannt, wie ich damit zurechtkomme. Ich habe mal in die Leseprobe schon reingeschaut und dachte, okay, sollte vom Englischen ganz gut klappen. Wir haben hier eine Frau, die Götter tötet, einen brotbackenden Ritter und ein adliges Mädchen mit einem Gott im Gepäck. Und die unaufhaltsame Kissen hat sich das Töten von Göttern zu ihrem Beruf gemacht. Doch eines Tages trifft sie auf einen Gott, den sie nicht töten kann. Skedi, der Gott der Notlügen. Er ist an das junge adlige Mädchen Inara gebunden, das ohne ihn sterben würde. Ja, gemeinsam müssen sie sich nun auf eine Reise nach Blenraden machen, die letzte Stadt, in der es noch wilde Götter gibt. Der ehemalige Ritter Elogast hat dasselbe Ziel, aber auch ein großes Geheimnis, denn in seinen Händen liegt das Schicksal des Landes. Nichts ahnend, was im Herzen von Blenraden lauert, tritt die ungleiche Gruppe ihre Reise an. Das war jetzt der deutsche Klappentext, weil hier hinten tatsächlich nicht viel an Klappentext zu sehen war und ich euch ja trotzdem so ein bisschen was dazu erzählen wollte. Und ich finde dieses Cover einfach nur mega. Wirklich, spricht mich wahnsinnig an mit diesen Hirschen. Also richtig, richtig toll. Bin sehr auf das Englisch gespannt, sehr auf die Geschichte. Freue mich darauf, sie dann auch zu entdecken. Dann ist, ich glaube, auch für ja, 4,99 bei mir eingezogen, Strom, das dunkle Erwachen von Robin Hill.
Als es allerdings tatsächlich auch, ich glaube, um den 20. März erst erschienen und da hatte ich es mir dann auch zum günstigen Preis geholt. Es soll so atmosphärisch wie Dune sein und so visionär wie Mortal Engines. Es soll ein außergewöhnlicher Fantasy-Roman zum Trendthema KI sein, also künstliche Intelligenz. Da sieht man, das ist ein Thema, was die Menschheit gerade so ein bisschen bewegt, was ich gar nicht schlimm finde. Ja, die Welt, in der Fiora aufwächst, ist ein Albtraum aus Sandfeld und einer alles versengenden Sonne. Doch schlimmer ist der Hass, welcher der jungen Frau entgegenschlägt. Denn ein dunkles Geheimnis umhüllt Fioras Herkunft. Im Schatten ihrer Halbschwester Mara versucht sie sich zu beweisen und lässt sich von Meister Konstantin, dem einzigen Gelehrten der Stadt, ausbilden. Doch der Meister ist nicht, wer er zu sein scheint. Die Energie, die durch ihn fließt, ist machtvoll genug, die Welt in Asche zu legen. Fiora muss herausfinden, wer sie wirklich ist. Weit mehr als nur ihr eigenes Schicksal steht dabei auf dem Spiel. Und das hat mich so angesprochen, dass ich dachte, wenn hier was mit Dune und Mortal Engines gleichgesetzt wird, auch wenn mir Mortal Engines nur so bedingt gefallen hat, dachte ich, ja, Fantasy, Science Fiction, KI, schwierig, KI. Ja, hat mich angesprochen, bin ich sehr gespannt und auch hier dachte ich mir, bei 5 Euro für das E-Book kann man das auf jeden Fall mal probieren. Mehr als dass diese günstigen Bücher Highlights werden und man sich dann das haptische Buch fürs Regal nachkauft, kann ja tatsächlich nicht passieren. Das nächste Buch ist dann ein Hörbuch, was ebenfalls nach der Buchmesse Ende März gehört wurde. Und zwar das Kleine Weingut in Frankreich von Julie Kaplan. Ist auch schon der 10. Band der Romantic Escapes Reihe. Und es hat uns ein zweites Mal nach Frankreich im Grunde gebracht. Wir waren da ja schon mal in einer Bäckerei, in die Patisserie in Paris, glaube ich war es. Was ich nur so semi fand. Und ich hatte hier ein bisschen Angst bezüglich des Weines und des Alkoholtrinkens und ob das sehr in diese Verherrlichungsreise geht und ja, Trinken ja doch wirklich so eine Alltagsdroge ist, über die man über gar nichts spricht, beziehungsweise ja, das irgendwie auch selbstverständlich ist, wenn man jeden Abend ein Weinchen trinkt. Und habe ich gehört, ich glaube tatsächlich auch über BookBeat und es ist, glaube ich, jetzt auch schon der 11. Band, zumindest im Englischen angekündigt. Da geht es, glaube ich, an die Amalfi-Küste, wenn ich mich nicht täusche. Mal sehen, ob dieses Buch dann vielleicht auch noch dieses Jahr bei uns erscheint oder dann auch erst nächsten Frühling. Und es geht da aber scheinbar auch weiter. Und ja, dieses Hörbuch habe ich gehört, als diese Eventmanagerin Hattie sich eben auf den Weg macht für neue Inspiration und dort dann eben auch so ein bisschen mit sommerlichen Ausflügen über das Weingut eben auch in Frankreich unterwegs ist. Und ja, kann ich auch schon mal verraten, hat mir sehr gut gefallen. Die Ängste waren nur so bedingt oder wurden nur bedingt irgendwie erfüllt oder es klingt irgendwie falsch, dieser Satz. Aber ich hoffe, ihr wisst, wie ich das meine. Und dementsprechend werde ich darüber berichten. Dann wahrscheinlich eher im zweiten Teil des Monatsrückblicks. Aber ja, da ein bisschen Geduld, kommt natürlich jetzt alles nach und nach. Und das letzte ganz neue Buch, das 16. Buch, ist ebenfalls ein Hörbuch, was mir als Rezensionsexemplar zur Verfügung gestellt wurde. Und zwar Lügen, die wir uns erzählen von Anne Freitag. Das Buch hatte ich noch vor der Messe als Hörbuch auch angefragt und war dann total happy, als ich von der Messe kam und das Hörbuch auch sozusagen mir zur Verfügung gestellt wurde. Da freue ich mich wirklich sehr drauf und hoffe so auf ein kleines Highlight, weil der Klappentext es definitiv so ein bisschen versprechen würde und bin hier einfach super, super neugierig und dann denke ich, weil auch das Cover wirklich schön aussieht, dass das Buch vielleicht bei mir dann auch als haptisches Buch einziehen wird. Helene hätte ihren Mann verlassen sollen, für Alex, aber sie hat es nicht getan. Und jetzt hat ihr Mann sie verlassen, weil er sich in eine andere verliebt hat. Es ist einfach passiert. Mit diesem Satz zerreißt Georg das Gefüge, das Helene immer versucht hat, zusammenzuhalten. Aber vielleicht ist das Ende gar kein Ende. Vielleicht ist es ein Anfang. Etwas, das Helene gebraucht hat, um sich aus dem gesellschaftlichen Korsett zu befreien, aus ihren ewigen Versuchen, den Bildern einer Frau zu entsprechen. Als Ehe- und Karrierefrau, als Mutter und Tochter. Was bedeutet es eigentlich, eine Frau zu sein? Diese Frage begleitet Helene, während sie beginnt, ihren eigenen Weg zu gehen. Und ich mag diese Idee, dass die Frau den Schritt aus diversen Gründen nicht wagt, die Ehe zu verlassen, es dann aber der Mann tut und man merkt, dass diese Ehe eigentlich so oder so gar keine Bedeutung wahrscheinlich mehr hatte, weil sich die Gefühle einfach für beide verändert haben, sodass sie eben nicht zerstört am Boden ist, weil sie verlassen wird, sondern ja selbst schon mit dem Gedanken gespielt hat. Und ich mag diesen,
diesen Switch, den dieser Gedanke mitbringt, weil ich das mal anders finde, weil ich das schön finde. Das ist nicht die Frau, die verlassen wurde und dann muss sie ihre Scherben des Lebens zusammenkehren, sondern eigentlich hatte sie auch mit der Ehe abgeschlossen, wagte es aber vielleicht aus diversen Gründen nicht und gleichzeitig nimmt ihr dann eigentlich der Mann diese Entscheidung ab und ich glaube, dass das eine ganz gute Dynamik sein kann für eben einen Neubeginn. Und ich glaube, dass Anne Freitag das wirklich gut hinbekommt, wie sie ja auch in ihren Jugendbüchern zum Beispiel oder auch in ihren ja, New Adult, so in Anführungszeichen, mag diesen Begriff immer nicht so, was sie ja als Carrie Fisher ist Adriana, Anne Freitag heißt Sarah Price? Nein, ich glaube nicht. Aber ich kenne ja auch ein paar Bücher von Anne Freitag eben unter ihrem Pseudonym und ich glaube auch zwei ihrer Jugendbücher habe ich gelesen, plus diesen Spannungsroman, ihren ersten Spannungsroman und ich mag ihre poetische Art, wie sie die Welt sieht und sie beschreibt und ich freue mich hier auf das Hören und könnte mir eben wirklich vorstellen, dass das ein kleines Highlight sein könnte. Ich denke auch, dass ich das auf jeden Fall dann in den April lege. Und dann sind ja noch zwei Bücher bei mir eingezogen auf der Buchmesse, welche mir von Mira Valentin geschenkt wurden. Zum einen signiert, zum einen ist es Druidendämmerung, ein Buch, das ich im letzten Jahr gehört habe, was mich wirklich wahnsinnig gut unterhalten hat. Und ja, das finde ich richtig schön, dass es jetzt signiert in meinem Regal steht. Ich packe euch den Buchmesse-Hall auch mal unten in die Infobox. Also schaut da super gerne mal vorbei. Der müsste auch ja vorher gekommen sein. Dementsprechend könnt ihr euch den schon anschauen. Auch ein wunderschönes Buch. Freue ich mich sehr, dass es bei mir eingezogen ist. Und auch das neue Buch. Und das landet deswegen nicht auf dem Sub, weil das Hörbuch ja schon im Januar oder Februar bei mir eingezogen ist. Und zwar Andurin, Gottes Flüstern. Und das sieht wunderschön aus. Auch der Buchschnitt aus dem Drachenmond Verlag, wirklich ein Schätzchen. Es geht leider mit einer Hand nicht so viel leichter. Wir können es nochmal umdrehen. Ich habe mir ja das Hörbuch geholt, weil gesprochen von Robert Frank. Und dementsprechend ja, freue ich mich, das zu hören. Aber es als Highlight-Vermutung einfach schon im Regal zu haben. Ich glaube, aktuell geht sie ja von 4 Bänden auf, konnte es aber noch nicht so richtig garantieren. Und ich bin sehr gespannt auf den Auftakt der Reihe, wo sie sich ja auch zusammen mit einer Linguistin eine Sprache ausgedacht hat. Finde ich super spannend. Und ja, wir haben einen flüsternden Stern, 3 Wege, seine Worte zu deuten. Und ja, wir haben hier, glaube ich, verschiedene Propheten, die einem gewisperten Worten lauschen und daraufhin schreiben sie die Übersetzungen nieder, die sich nur ein wenig unterscheiden. Doch ja, feine Unterschiede haben eben verheerende Konsequenzen und das klang auf jeden Fall schon richtig toll in der Lesung und natürlich auch hier der Klappentext und ich habe ja auch in die Leseprobe schon reingelesen und ich freue mich darauf. Ich mag den Fantasy-Stil von Mira Valentin wahnsinnig gerne und mochte auch alle anderen Bücher, die ich von ihr schon gelesen habe, richtig toll. Ich mochte die Nordblut-Reihe, ich mochte die Reihe, die sie mit Eric Kellen geschrieben hatte, deren Namen mir so spontan gerade nicht einfallen. Ich mochte Druidendämmerung, ich mochte Minen der Macht, den Auftakt der Reihe, die sie ja mit den anderen der 5 Federn geschrieben hat. Also ich mag die Idee, den Stil und freue mich jetzt wirklich sehr, ja, dieses Büchlein hier im Regal zu haben und die Geschichte dann auch für mich zu entdecken. Und das waren sie jetzt, die 16 plus 2 Bücher aus dem März. Also doch eine ganze Menge, was bei mir eingezogen ist, was jetzt auch gelesen werden möchte. Zum Glück tatsächlich auch ein bisschen was Digitales, weil haptisch ist so gerade eher semi-gut zu lesen. Aber gut, kriegt mal alles hin, E-Book-Reader hören. Das funktioniert und das ist so gefühlt auch wirklich wichtig, weil sonst käme ich mir doch so ein bisschen abgeschnittener vor als ich schon. Aber gut, ihr könnt mir gerne erzählen, welche Bücher bei euch im März eingezogen ist, auf was ihr euch vielleicht auch besonders gefreut habt oder jetzt natürlich auch ganz gerne, auf welches Buch ihr euch im April freut, was da auf eurer Neuerscheinungsliste steht und ich glaube, bei meiner Liste sind nur 3 Bücher drauf, wobei mir glaube ich auch noch 2, 3 Bücher so ein bisschen fehlen, die im März erschienen sind. Aber ich glaube, das sind so eher so cozy Wohlfühlbücher, die dann vielleicht einfach so Mai, Juni irgendwie mal gehört werden und dann einziehen gehört werden und dann passt das auch wieder. Ja, erzählt es mir gerne in den Kommentaren, lasst uns gerne in den Austausch gehen. Alle Bücher und Videos verlinke ich euch unten in der Infobox. Ich danke euch jetzt fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Video. Macht's gut, tschüss, eure Steffi.